Seid dabei, macht das Spaß für Groß und Klein. Ja, guten Morgen. Ja, also gut oder was? Ja, was machen wir jetzt hier? Ich bin hier gerade, gehen wir mal auf meinen Kanal. Creator von mir. Stream Manager. Ich bin ja ein Stream Manager. So, wow, geil. Komm, jetzt geht's los. Ja, die Anomalie müssen wir finden. Gerne untersuchen. Und uns freuen. Ich esse schon wieder. Amy wollte ich da nicht hin. Amy wollte ich da hin. Prognose schlecht. Husten, sporadische Sozialschaden. Prognose Knochenbruch. Okay. Eigener Schaden ist erhöht. Laufen verbraucht. Geil. Wie kann man heilen? Mann. Entdeckte Orte. Matze erwischt mich immer beim Essen. Das ist schlimm. Tagelang esse ich nichts, jetzt esse ich wieder was, erwischt habe ich. Oh mein Skillpunkte. Wie geht's dir? Was kann man hier noch machen? Geologie. Technologie! Sicherheit. Entsperre, du kannst besser. Fliegen. Entsperren kannst du ja Schubdüsen ansetzen. Schubdüsen. Ja, was soll ich. Ja, was soll ich da jetzt dazu sagen? Mir gut. Ich weiß gar nicht, was ich entsperren soll. Boxen. Ja, Boxen. Ich sperre dir die Schleichleiste hinzu, dass du mit Schleichen. Ja, machen wir. Machen wir die Schleichleiste. Ey, ich will. Hallo. Nicht so viel Schleichen. Ich bin ein Mensch, der schleichen will. Schleiche mich. Ich erschleiche mich. Er hat immer einen Knochenbruch, der finde ich doof. Wie machen wir das denn heilen? Ich weiß das gar nicht. Ja, dann muss ich. Weißt du, was ich komisch finde? Nein. Was findest du komisch? Ich finde so einiges komisch. Der Charakter sieht aus wie du. Was? Der sieht aus wie ich. Nee, halt mal. Nein. Schiff, nein, nein. Inventar. Ja, Haare nicht ganz so wie Haare wie er hatte ich früher gehabt, vor 20 Jahren. Und ich hatte mehr Haare gehabt. Definitiv mehr Haare. Wow. Und das mit Gesicht war Zufall. Jetzt habe ich nichts hergestellt, habe ich so gelassen. Mass Effect vielleicht gar nicht. Mass Effect. Da, ich muss mal weiter. Ich muss nicht an den Bums da. Hallo, Madame. Wollen wir keine Lande da machen? Wir beide alleine? So, ich muss immer die Anomalie. Da. So, ich erwähne mal, ich habe Knochenbrüche. Ich bin verkrüppelt. Der Charakter ist wie ich, verkrüppelt. Ob das so gut ist jetzt. Aber wie bricht man, wie heilt man Knochenbrüche? Das wäre mal geil rauszufinden, wie das geht. Okay. Robotik. Nur weg. Nein. Ruckelt das? Kann das sein? Oh ja, es ruckelt. Ja, es muss ich kurz was ändern. Vertikalaufnahme muss ich mal kurz deaktivieren. Immer an. Okay. Jetzt dürfte es gleich nicht mehr ruckeln. Weil die Vertikalaufnahme habe ich gleich mal ausgeschaltet. So.
Ich dachte, da ist Ressourcenfresser. Hör doch mal auf jetzt hier, du Kleiner! Ich hab nichts getan. Hier weg! Ja! Ihr seid also aggressiv, was ist los mit euch? Ja! Oh. Ich bin armer Mann. Bio abgeschlossen. Scanne die Anomalie, ich bin doch. Ich bin noch. Ja, ist auch richtig, komm. Hat sie gerade viel gehauen? Ich bin jetzt überladen, 100 pro. 100 pro bin ich jetzt überladen. Nein, ich will da nicht reisen. Nein, 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 nein. Da ist mein Schiff. Aber wo ist jetzt meine Anomalie hin? Wollt ihr mich verarschen? Ah ja, hier ist sie wieder. Ah, da ist ein Turm. Alles klar, Chef. Alles klar. Tempel, Eta. Ja, geil. Guck mal. Tempel, Eta. Eva. Ja, Eva. Oder sonst irgendwie. Und sonst, was macht die Kunst? Was macht die Arbeit? Was macht ihr Leben? Was macht der Rasen? Wo ist denn jetzt der Tempel hin? Ich kann doch gar nicht. Hallo? Also da. Er hat sich in einem Berg versteckt. Ich finde das ein bisschen doof. Jemand Tipp weiß, wie man ja Knochenbrüche heilt, wäre toll. Ansonsten habe ich gleich ein Problem. Das ist, wonach wir gesucht haben. Es ist riesig. Mir fehlen die Worte. Ja. Das geil ist. Hallo! So. Sterbe ich hier gleich? Hallo! Ich hätte doch an der Seite gehen sollen. Gibt es hier irgendwo einen Eingang? Tempel. Das sieht noch ein Eingang aus. Nee, Granatenwerfer. Hallo! Nur weil meine Füße gebrochen hat, kann keine Stufe mehr steigen, oder was? Ihr seid alle ganz Lutscher hier. Okay. Sackgasse. Bio-Foam abgeschossen. Ich dachte, ich könnte jetzt mal ein bisschen. Eingang wäre jetzt mega krass. Hallo. Hallo again. Oder so. Wie geht's deinen Gelenken? Ja, gar nicht gut. Mein Fuß ist gebrochen. Aber es interessiert dich ja keine Sau, ob mein Fuß gebrochen ist oder nicht. Hüßen wir ja auch nicht. Also, lass es bleiben.
Du fragst. Ja, hätte ich doch andersrum gehen sollen. Das ist schon geil. Wir gucken da jetzt rein. Ah, da hier. Guck mal hier. Oh ja. Öffnen. Aua. Aber mal öffnen hier. Ja, ich bin drin. Was geht denn hier? Sieht aus wie der Jedi-Orden hier. Space und da oben. Und diese hier. Ringe, bewegen die sich? Die reagieren doch auf uns. Mhm. Jetzt schwebe ich rum hier. Toll. Ja. Und austauschen. War kurz mal. Ja, dann mal austauschen. In einem guten Team wird die Last geteilt. Ja, gib mal. Schwere Teilzünder, interessiert mich nicht. War das alles? Ja, war alles. Da kam ich her. Hui! Wo soll ich da reinfliegen? Hui! Nee. Ah, da, guck mal da. Oh, hui. Hab ich. Und hui. Und hui. Ich bin ja hui, mein. Ui, 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 ui. Hallo? Muss ich irgendwas machen hier oder wollen wir mich verarschen? Ach nee, das Ding wird ja. Das Ding dreht sich ja immer schneller. Okay. Einmal kann ich ja richtig so machen. Hallo, Manfred. Achso. Es hat geklappt. Ich weiß nicht, was geklappt hat, aber es hat geklappt. Oh, guck mal, jetzt habe ich ein Stargate. SG-1 Stargate ist unterwegs. Wir erforschen fremde Planeten. Koordinaten das wahrscheinlich. Kehre zu Loge zurück. Ja, wäre toll. Vielleicht kann man jemand ja mal eine. Gut, wir müssen dich zur Loge zurück. Neue Kraft auszurüsten. Wo denn? Im Bereich oben. Ah, Kräfte. Was ist das denn? Antigravitationsfeld. Erzeuge im begrenzten Bereich einen Feld mit dem niedrigen Schwerkraft und werde Zeuge der wahre Kraft des Planeten. Guck mal, ich bin Mutant jetzt. Ich bin das Mutieren. Ja, geil. Aktiv. Und entdeckte Level 7. Wow. Druck ist halt, um die Kraft zu benutzen. Okay. Ich bin jetzt ein Mutant und kann der Sache gegenschieben. Und die Vögel sind begeistert. Hallo Vögel. Ich hab Hunger. So. Mhm. Aha. Wege zur Lounge zurück, wurde mir gesagt. Wo ist denn meine Lounge schon wieder hier? Ferdinand. Hallo. Kehre. Da. Ja.
Ist richtig. Oh, Mann. Ist ja voll eine neue Session da. Habe ich sie irgendwie verpasst? Oh, guck mal hier. Bin ich jetzt. Das ist nicht die Lounge. Nein. Bin ich gerade auf dem falschen Planeten gelandet? Zufällig. Kann mir jemand da mal helfen? Ja, bevor er neben. Ja, Captain Baloo hat den Planeten verpasst. Bevor er neben gelandet. Ja. Feier muss viel essen und viel trinken. Nicht wie mein Zuhause an, aber das wird hoffentlich noch. Ja. Muss ein paar Sachen ausziehen. Denke da schon. Bei Craigs Knochen. Seh dich an. Wenn es in Ordnung ist, führe ich jetzt direkt ein paar Scans durch. Wir lagen mit der Anomalie richtig, oder? Du musst uns allen die Ohren spitzen. Es war ein Gebäude, eine Art Tempel. Es gab mir Kräfte, vielleicht. Ein gesamtes Gebäude verstrahlt eine Signatur, genau wie das Artefakt. Wladimir, sieh dir das an. Die kardiovaskularen und neurologischen Werte sind nicht normal. Ja, aber das ist schon normal bei mir. Mit einer kleinen Demonstration. Zusammenfügen der Teile? Kehre, bitte Aktionskraft vor. Guck mal, geil! Ja, geil. Alle gesehen, oder? Wahrhaft, ein Geschenk des Himmels. Und das bislang praktischste Ergebnis unseres kleinen Abenteuers. Für sowas habe ich keinen klugen Spruch. Das ist einfach echt schräg. Ja. Ich gehöre zu den X-Men. Alles hängt zusammen. Die Artefakte, der Tempel und diese Kraft. Aber wir wissen nicht, wie alles zusammenhängt. Wir brauchen mehr Infos. Gibt es noch mehr davon? Die Scans deuten bereits auf ein weiteres hin, das zu den bereits gefundenen Artefakten passt. Theoretisch sollte in jedem Tempel eins sein. Doch bei all den Anzeichen eine Übereinstimmung zu finden ist schwierig. Ohne das korrekte Artefakt zum Abgleich ist das unmöglich. Und auch dann dauert es eine Weile. Ja, ich kümmere mich um die anderen Anomalien. Ich entdecke hab. Hoffentlich ist es nicht ein Tempel. Noch ein Tempel. Könnt ihr mich einfach ein Tempel für Artefakt finden, den wir bereits haben? Nicht alle auf einmal. Hast du wieder eins gefunden? Komm nach Hause. So kann ich die Suche weiter eingrenzen. Ja, geil. Ich kümmere mich drum. Ich glaube ja nicht, dass der Tempel rein zufällig auf dich reagiert hat. Die Artefakte, die Visionen und deine neue Kraft. Das alles passt irgendwie zusammen. Jo. Das alles hält uns auf Trab. Naja, drückt das Glück da draußen. Ich suche weiter nach planetaren Anomalien, die zu unseren Artefakten passen. Und Unbekannte, ja. Geil. Ihr seid echt schnurrig. Wollen wir uns mal kurz unterhalten? Was willst du schon wieder von mir? Jeder Tag, den man überlebt, ist in meinen Augen ein Erfolg. Ja. Sorry, dass ich ein bisschen durch den Wind bin. Ich habe kaum geschlafen. Naja, ich wollte mit Lillian reden und bin also cool geblieben. Wurde etwas hitzig. Ich habe Cora aufgeweckt. Oh Gott. Die Aussage hält mich heute Nacht wach. Wirklich alles, alles? Nur zur Info, es gibt die lange, stolze Tradition, unter der Dusche zu singen. Lillian, sie ist echt eine unglaubliche Frau. Aber ja, bei ihr geht es immer, wirklich immer nur um den Job. Wenn sie blutet, tropfen Freestyle-Farben raus. Hallo, Ranger war, wie geht's dir? Echt gutes Na? Ich bin dazu bestimmt alleine, die Weite des. Hey, dreh nicht weg! Ich guck dich doch an. Es Was ruft du? Nach mir. Vielleicht Solomons Art, Hallo zu sagen. Was? Aber irgendwann war ich einfach durch. Kein besonderer Grund. Hatte sich einfach aufgestaut. Ich wollte Lillian überzeugen, auch aufzuhören, mitzukommen. Sie hat mich abblitzen lassen.
Übel. War nicht gut für meinen Stolz. Aber sie hatte wohl recht. Wenn du unglücklich warst, war es richtige Entscheidung. Wir waren nicht gut füreinander. Und darunter hat auch Cora gelitten. Witzigerweise hat unser letzter Streit angefangen, weil Lillian findet, ich bringe Cora zu sehr in Gefahr, indem ich mit dir fliege. Ich habe ihr gesagt, was du mir gesagt hast, dass Cora richtig aufblüht. Durch Sarah, dich, scheiße, auch Walter. Cora hat einfach eine Zukunft, von der ich nicht mal träume. Aber Lillian ist kein Fan von dir. Da bin ich wütend geworden. Ja, musst du nicht. Tut mir leid, dass ich einen Streit ausgelöst habe. Ich habe das Gefühl, ich würde Lillian... Gelingt ja nach einer Riesenspaß, nach Trennung. Nein, alles gut. Irgendwas ist immer. Ja, er muss immer, wieso reden wir jetzt überhaupt? Ich wurde schon ein, zweimal von Lillian sitzen gelassen. Immer aus guten Gründen. Letztes Mal hat Lillian eine Medaille dafür gekriegt. Aber irgendwann sind Lillians Ausreden nur noch egal. Cora hat eine Woche lang nur geweint. Das will ich ihr nicht nochmal antun. Unser Leben ist nicht gut, von einer Woche fernzuhalten. Du bist einfach zu klug, verdammt. Naja, darüber muss ich mal nachdenken. Ja. Vorerst landet Lillian jedenfalls auf der Mailbox, damit alle ruhig schlafen können. Ja. So. Ich muss weiter! Halt mal. Kann man... Knöchelbrüche heilen. Wo kann man hier Knöchelbrüche heilen? Ich mach das mal. Ich bin mal Dr. Google. Dr. Google. Da muss es Starfield. Knochenbruch. Habe ich. Geht doch. Jetzt muss nur Internet machen. Wir haben einen Knochenbruch halt. Meine Knochenbruch halt. Hey, um jeden Art wurden halt Knochenbruch verursacht, könnte in die Kamera genommen werden, wo der Art aufgesucht werden. Das hat vielleicht wird dadurch blauer Symbol. Vielmaßen gebrochen. Mhm. Klingt zum anderen doch Status. Heilen. Nicht mehr schade. Das ist schon crazy. Ich fühle mich nicht. Sergeant. Was will mich? Das wird der schon wieder. Kraftig hier in so Rückkehr nach Vectra. Gescheiter Kumpel, sprich mit Alban Lupet. Allein! Feuer, besiege später. Ja, genau, Feuer auf der Flucht. Das ist ja auch nie ein empfohlene Level, ne? Krass, ich werde dich. Ja. Aber erstmal muss ich doch mal hier. Ich bin verkrüppelt. Das kann doch nicht angehen. Das nehmen wir die regeneriert. Infektionen, Gesundheit. Gibt es hier einen Arzt? Wohndistrikt. Ja, muss ich den Planeten ja ändern, aber. Geschäftsdistrikt. Du trägst so viel. Ich würde es gerne vermeiden, dieses Gebäude zu betreten. Sagen wir, ich bin allergisch. Ja, ja. Ich rede nicht mit dir. Gegen Bürokratie. Ich trage wieder so viel Scheiße mit mir rum, das ist doch nicht mehr normal. Hm.
Sonstiges, ja. Hm. Bist du sicher, dass du das nicht noch brauchen kannst? Nein, nein. Alles gut. Alles gut. Ah. Bank, Office. Ich würde gerne Geschäftsfrau. Bürger, Bürgerin. Wohndistrikt, ach, war noch nicht gewesen. Wohndistrikt. Gebäude. Ein Krankenhaus wäre geil. Und da komme ich. Ja. Check. Gewehr, es ist alles vorbereitet. Wir reden seit Jahren. Ja, ich brauche einen Arzt. Hast du keine Agoraphobie? Hallo? Agro, was? Agro, was? Phobie? Die Leben nahezu aller Menschen in den besiedelten Systemen werden ja, stark von den Geschehnissen in diesem Gebäude beeinflusst. Genau. Wo ist mein Schiffchen? Geschäftsdistrikt. Ja. Ja. Ja, da haben wir denn. Oh, das finde ich doof. Meine Beine sind gebrochen. Das ist kacke. Ja, du hast einen Besen. Raumhafen. Da fahren wir halt zum Raumhafen.